Hallo Leute, herzlich willkommen zu Phoenix Wright Ace Attorney. Im letzten Part haben wir mit Episode 2 angefangen. Und zwar ist passiert, dass ein Mann im pinken Gewand mit pinken Haaren Mia Fey ermordet hat. Mit einem Gegenstand, was wir schon im ersten Prozess benutzt haben. Und zwar ist es die Statue. Mia Fey wurde mit einer Statue umgebracht. Und Mr. Gumshoe ist auf den Gedanken gekommen, dass Maya Fey, also die Schwester von Mia Fey, ja, er hat einfach gedacht, dass sie ihr einfach umgebracht hat und jetzt ist sie im Revier. Und wir müssen jetzt Maya da rausholen und sie für nicht schuldig erklären. Aber um eins mache ich mir Sorgen, und zwar um Phoenix Wright, weil wo die Frau aus dem Fenster rausgeguckt hat, um die Polizei zu rufen. Ja, sie hat auf ihn geguckt und ja, vielleicht erfahren wir ja in dem Part oder so, ja, ob das was mit Phoenix Wright zu tun hat und oder nicht. Eigentlich ja nicht, weil er hat ja nichts getan. Aber für die Frau, die da geguckt hat oder so, sah es halt natürlich anders aus. Na, schauen, ob das mit Phoenix Wright doch nicht was zu tun hat. Weil er nicht, also dass er noch hier beschuldigt wird oder so, hoffen wir es mal nicht. Machen wir erstmal weiter. Reden wir erstmal mit ihr. Ja, erstmal normal. Da gibt es noch etwas, das ich Sie fragen wollte. Ja? Was hat es mit Ihrer Kleidung auf sich? Ach, die? Das ist die typische Kleidung von uns. Akolyten? Spricht man das so aus? Ich kenne das Wort nicht, ey. Diese Fremdwörter. Okay. Eine Uniform, könnte man sagen. Akolyten? Leute, die religiöse Ausbildung? Was genau hat das mit ihnen zu tun? Och, das ist nichts Besonderes. Ich bin ein Medium. In der Ausbildung. Medium? Bei mir würde das als etwas Besonderes gelten. Der Tag des Mordes. Können Sie mir Näheres vom Tag des Mordes sagen? Ja. Mal sehen. An dem Morgen hat mich meine Schwester angerufen. Sie bat mich, ein Beweisstück für einen ihrer Prozesse aufzubewahren. Ein Beweisstück? Ja, eine Uhr, die aussieht wie der Denker. Die Larry gemacht hat. Wie kann die denn ein Beweisstück in einem Prozess sein? Ja, richtig. Sie hat da was erwähnt. Jetzt weiß ich's wieder. Wollen Sie es von ihr selbst hören? Von ihr selbst? Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Gespräch noch auf meinem Handy ist. Sie haben es aufgenommen. Ja, ich habe vergessen, wie man solche Sachen löscht. Ja, Ihr Handy. Sie sagten, Sie hätten Ihr Gespräch mit Ihrer Schwester auf Ihrem Handy aufgezeichnet. Kann ich es mal hören? Einverstanden. Oh, da fällt mir ein, dass dieser Kommissar mein Handy mitgenommen hat. Tut mir leid. Oh ja, natürlich. Wenn ich Inspektor Gumshoe das nächste Mal treffe, frage ich ihn danach. Ich schreibe Ihnen eine kleine Notiz, damit Sie das nicht vergessen, okay? Ja, sicher, danke. Meyers Notizen zu Gerichtsakten hinzugefügt. Okay, ein weiterer Beweis. Okay, Medien? Also, sind Sie ein Akolyt?
ein Medium in der Ausbildung. Genau. Die Frauen der Familie Fay waren schon immer sehr mit der Geisterwelt verbunden. Okay. Moment. Sie sagten Familie Fay? Also hatte Mia auch damit zu tun? Natürlich. Sie verließ den Borg, um ihrer Karriere zu folgen, wie sie sagte. Ihre Kräfte waren ebenfalls hervorragend. Das wusste ich nicht. Warten Sie! Was ist es denn? Sie sind also ein richtiges Medium. Mit übernatürlichen Wahrnehmungen und all dem? Ja, in der Ausbildung. Nun, dann könnten Sie doch mit Mias Geist Kontakt aufnehmen, oder? Dann könnten wir sie einfach fragen, wer sie getötet hat. Das würde ich zwar jetzt nicht machen, aber, okay. Entschuldigung. Ich bin noch in der Ausbildung. Auf diesem Niveau kann ich noch nichts machen. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Also, ich hätte es nicht unbedingt versucht, wenn ich ehrlich bin. Ja, stimmt was nicht? Ich frage mich nur, könnte ich Sie um einen Gefallen bitten? Das ist die Adresse eines berühmten Anwalts. Meine Schwester hat sie mir vor langer Zeit gegeben. Sie hat gesagt, dass ich ihn anrufen soll, falls ich jemals in Schwierigkeiten gerate. Und nun, ich stecke in Schwierigkeiten. Könnten Sie ihn vielleicht fragen, ob er mich vertreten könnte? Na, klare Antwort natürlich, annehmen. Klar, wieso nicht? Ich werde ihn fragen. Und da war das doch falsch. Wenn wir auf Ablehnen gegangen wären oder so, hätte er gesagt oder so, dass er halt Anwalt ist und... Na, ich weiß nicht. Egal, jetzt haben wir es eh schon ausgewählt. Jetzt führt kein Weg dran vorbei. Vielen, vielen Dank. Ich habe sonst niemanden, an den ich mich wenden könnte. Was ist mit Ihren Eltern? Sie sagt nichts. Ach so, oh, ich könnte es mir denken. Ich verstehe. Machen Sie sich keine Sorgen, ich kümmere mich drum. Vielen Dank. Die Verhandlung ist morgen um 10 Uhr. Was? Morgen? Morgen. Was ist, wenn dieser Typ ablehnt? Wenn ich niemanden finde, wählt der Staat einen Verteidiger für mich. Bis wann haben Sie Zeit dafür? Bis heute Nachmittag, 16 Uhr. Und die Besuchszeit ist fast vorbei. Ich sollte mich beeilen. Gut, ich bin bald wieder da. Hey, bei was denn bewegen überhaupt? Ach so. Ja, dann gehen wir halt dahin. Okay. 6. September. Anwaltskanzlei Großberg. Die Vorzimmerdame sagte, der Chef sei außer Haus. Sie konnte mir nicht sagen, wann er wiederkommt. Es ist bestimmt nicht leicht, sich um alles zu kümmern, wenn man ein berühmter Anwalt ist. Nicht zu vergessen, der Aufwand einer solchen Kanzlei zu unterhalten. Ich schätze, ich sollte einfach später wiederkommen. Kann man da irgendwas untersuchen? Ich versuch's trotzdem jetzt einfach mal. Auch wenn es vielleicht nichts bringen wird oder so. Ein solider Schreibtisch aus Mahagoni. Das aufpolierte Holz weist einen tiefen Glanz auf. Ja, das Bild.
Dieses Bild hat mich vom ersten Moment an gestört, als ich das Büro betrat. Es wird so groß. Die Ölfarbe ist so dick aufgetragen, dass ich fast keine Luft kriege. Ich schätze, bei seinem Wert bleibt einem auch die Luft weg. Möglicherweise. Hier so. Oh. Ein Tisch für Klienten. Ein elegantes Ebenholz. Etui? Keine Ahnung. Sorry dafür. Und wenn ich nicht irre, ein Feuerzeug aus massivem Gold. Man könnte sagen, hier hat jemand zu viel Geld. Der Schreibtisch. So, der drauf. Teuer aussehende Regale aus Mahagoni, voller teuer aussehende Bücher. Komisch. Die sehen nicht aus, als wären sie je gelesen worden. Na, zurück. Bewegen. Also wieder die Strafanstalt oder was? Oder hier wieder zurück. Anscheinend schon. 6. September. Anwaltskanzlei Fay und Partner. Das Büro wimmelt von Polizisten. Alle suchen fleißig nach Spuren. Hey, sieh da! Ja, er schon wieder. Dies ist ein Tatort, Freundchen. Betreten verboten. Entschuldigung. Kenne ich Sie nicht irgendwoher? Warten Sie. Sie sind dieser Batz, nicht wahr? Nein? Guck doch genauer hin. Nein, nein. Felix White. Wie kann man mich nur mit Larry verwechseln? Ja, also echt, ey. Ah, schätze, ich habe den Namen verwechselt, Herr White. Tut mir leid. Dieser Batz, das war ein Mörder. Und Sie sind kein Mörder, stimmt's? Oh mein Gott. Ich sag nix. Seine Unschuld wurde bewiesen. Das stimmt, das haben wir gemacht. Genau. Und Sie sind? Inspektor Gumshoe. Was ist hier noch zur Auswahl? Okay, die Namen sind merkwürdig, aber hier, der Name klingt auch ein bisschen merkwürdig, aber es passt schon. Gumshoe, richtig? Dick Gumshoe? Richtig, zu Ihren Diensten. Moment mal, für Sie immer noch Inspektor Gumshoe. Wie dem auch sei, Vorsicht mit meinen Namen. Und bilden Sie sich ja nicht ein, mich Dick nennen zu dürfen. Hey Dick! Komm mal rüber. Er hat's gerade erwähnt. Der Gesichtsausdruck sagt auch schon mehr als 1000 Worte. Oh, cool. Ja, jawohl. Bin gleich wieder da. Sie sind Ihr Anwalt, richtig, Freundchen? Wenn Sie hier was zu erledigen haben, machen Sie es besser schnell. Mann, er denkt, ich bin Mayas Anwalt. Kann man doch machen, oder nicht? Na, ja, red natürlich erstmal hier. Mia, Maya, Mia, Maya. Erstmal Mia. Und so. Was Frau Fay betrifft, haben Sie eine Autopsie angeordnet? Sie möchten wohl gerne die Ergebnisse sehen, oder? Schauen Sie mich bloß nicht so an, mein Bester. Das bringt gar nichts. Sie war vielleicht Ihr Boss, deshalb bekommen Sie aber keine Sonderbehandlung. Ja, also gut. Sie können den Bericht sehen, aber mehr nicht. Mias Autopsiebericht. Autopsiebericht zur Gerichtsakte hinzugefügt. So, jetzt reden wir mal kurz um Maya. Wegen Maya. Oh ja, ich freue mich schon auf den Prozess. Tut mir leid, mein Bester. Ab diesem Prozess werden Sie nichts gewinnen. Warum sagen Sie das? Die Stadt hat Staatsanwalt Edgeworth die Anklage übertragen.
Edgeworth. Sie wissen sicherlich, was das bedeutet. Sie sind ja selbst Anwalt. Okay, wer ist das? Staatsanwalt Edgeworth. Genau der, mein Bester. Herr Miles Edgeworth. Höchstpersönlich. Moment mal. Sie kennen ihn doch, oder? Ist das schlimm, wenn ich natürlich nicht antworte? Weil normalerweise kennt der Felix White ihn nicht. Okay, ich jetzt eigentlich auch jetzt nicht so richtig. Nein, eigentlich nicht, nee. Nie von ihm gehört. Und Sie wollen Anwalt sein, mein Bester? Vor etwa 4 Jahren wurde dieser Edgeworth mit nur 20 Staatsanwalt. Alle sagen, er sei ein Genie. Wundert mich, dass Sie ihn nicht kennen. Natürlich kenne ich ihn. Hab mich nur dumm gestellt. Oh. Okay. Er ist eiskalt und würde für einen Schuldspruch alles tun. Es gibt Gerüchte über dunkle Abmachungen und gefälschte Beweise. Sicher ist nur eins. Sein auffallend leidenschaftlicher Hass gegen Verbrechen. Ich hätte nie gedacht, ihm so schnell gegenüberzustehen. Okay. Wegen präsentieren, untersuchen. Ja, geh mal weg da, hier. Könnten wir überhaupt noch irgendwas untersuchen? Bin mir gerade nicht so sicher. Ich mach das mal hier mit. Ich wollte da nicht weggehen. Ich wollte das hier mit Dings machen. So. Untersuchen. Das kriege ich jetzt wenigstens ein bisschen besser hin, finde ich. Man könnte mal untersuchen. Ja, Fenster oder so. Der Himmel ist blau. Meine Laune könnte auch ein paar Drinks vertragen. Direkt gegenüber ist ein Hotel. Okay. Irgendwie hört sich der Soundtrack gerade irgendwie übelst geil an. Das Bild. Ein altes Filmplakat. Das war anscheinend der erste Film, bei dem Mia weinen musste. Ich muss ihn mir bald mal ansehen. Okay. Wenn du den Film guckst, versprich mir nicht zu heulen. Mias Lieblingstopfpflanze. Ich weiß noch, sie hatte einen komischen Namen, den sich niemand merken konnte. Cordyline. Was? Cordyline Stricta? Oder so. Mein Bester. Wer war das denn? Ja, wer war das gerade? Mias Schreibtisch. In perfekter Ordnung, wie immer. Das Einzige, was fehlt, ist Mia. Das stimmt. Können wir noch irgendwas untersuchen? Ich weiß nicht. Ich vielleicht hier irgendwo. Sieht aus wie ein PC oder keine Ahnung. Keine Hinweise. Dann müsste das gewesen sein. Keine Ahnung, auch wenn da nichts ist. Ich gucke jetzt trotzdem. Okay. Wir wollen ja versuchen, gründlich nachzusuchen, ob irgendwas verdächtig sein könnte. Oder so. Terminals blau. Nee, okay. Dann machen wir mal wieder alles mit Touch. So. Sowieso Touch, aber ja. Okay, zurück. Bewegen. Wie viele Minuten haben wir gerade? Auch fast 20 Minuten erst. Ich hätte gedacht, wir hätten schon eine halbe Stunde oder so. Nee. Die Zeit geht schnell vorbei. Wir machen aber nicht Schluss, wir machen weiter. Wo gehen wir hin? Anwaltskanzlei, Großberg oder Strafanstalt? Ob der jetzt da ist? Soll ich es nochmal versuchen? Ach komm, versuchen wir es nochmal. Okay, er ist nicht da. Können wir es auch nochmal zurück? Zurück! So, ja, bewegen muss man ja. Ich begreif's auch gar nicht.
Okay, geh mal zurück zur Strafanstalt. Hallo! Was gibt's Neues? Haben Sie den Anwalt getroffen? Tut mir leid. Ich habe ihn noch nicht getroffen. Ich verstehe. Ich werde besser diesen Starranwalt auftreiben, von dem sie sprach. Können wir hier nochmal irgendwie reden? Ach so. Ihre Familie. Und da haben wir schon darüber erzählt. Ich weiß gerade gar nicht. Erzählen Sie mir von Ihrer Familie. Ich hatte nur meine Schwester. Mein Vater starb, als ich noch klein war. Und ich weiß nicht, wo meine Mutter ist. Das weiß sie nicht? Dann könnte sie noch leben? Ich will jetzt nicht zu sehr mit ihrer privaten Frage ausquetschen. Jetzt bin ich mir unsicher. Die Frauen in meiner Familie waren schon seit Generationen Mädchen. Man sagt, dass übersinnliche Kräfte uns im Blut liegen. Vor ungefähr 15 Jahren war unsere Familie in einen Vorfall verwickelt. Da war ein Mann, er hat das Leben unserer Mutter ruiniert. Ruiniert? Danach verschwand sie. Viele Jahre später verkündete meine Schwester, dass sie Anwältin werden wolle und verließ den Berg. Also, Sie leben allein? Ja, ich habe mich daran gewöhnt. Nun ja, ich musste selbstständig werden, oder ich hätte meine Kräfte verloren. Sie tut mir leid, so allein, oben auf diesem Berg. Sagen Sie, wer war dieser Mann, der ihrer Mutter ruiniert hat? So etwa vor 15 Jahren, da gab es einen ungewöhnlichen Mordfall. Er verursachte großen Wirbel. Beinahe jeder sprach darüber. Die Polizei trat auf der Stelle und verzweifelte fast. Moment, die haben doch kein Medium eingesetzt, oder? Die Polizei überredete meine Mutter, mit dem Opfer Kontakt aufzunehmen. Wow, und was ist passiert? Der Fall wurde gelöst, dachten wir. Sie dachten? Der Mann, den meine Mutter überführen half, war unschuldig. Die Zusammenarbeit der Polizei mit einem Medium wurde natürlich geheim gehalten. Aber ein Mann fand es heraus und verriet es der Presse. Er erzählte den Medien, dass meine Mutter eine Lügnerin sei, und sie stürzten sich darauf. Meine Mutter wurde zum Gespött des ganzen Landes. Ich verstehe. White. Entschuldigung, White? Fast richtig. Aber nicht verwechseln. Das war sein Name. Das hat mir meine Schwester erzählt. Der kommt dich jetzt auch ein bisschen komisch vor, oder? Machen wir einfach weiter. White? So, wie man es ausspricht, ist schon richtig, aber... Ja... Soll ich es wagen? Ich versuch's einfach mal. Können Sie mir vom Tag des Mordes erzählen? Tut mir leid, ich weiß, dass das schwer für Sie sein muss. Nein, das ist schon in Ordnung. In den letzten Stunden habe ich nichts anderes getan, als darüber zu reden.
Ich habe mich daran gewöhnt. Mal sehen. Einen Morgen rief ich meine Schwester an. Sie bat mich, ein Beweisstück für einen ihrer Prozesse aufzubewahren. Das ist die Urzeit der Denker, die Larry gemacht hat. Das macht es fast schon zu einem Serienmord. Wann sind Sie im Büro angekommen? Das war so gegen 21 Uhr. Das Licht war aus und es roch nach Blut. Dann habe ich sie gefunden, meine Schwester. Danke, Maya. Das ist alles, was ich im Moment von Ihnen hören wollte. Okay, da wären wir jetzt eigentlich durch. Dann gehen wir erstmal woanders hin. Und jetzt hier wird er versuchen. Da kommt ein drittes Marschall nur noch und. Der ist immer noch nicht da. Wie lange braucht der? Wo ist der? Dann gehen wir halt hier hin. Und ja. Reden. Okay, dann doch nicht. Können wir hier irgendwas präsentieren oder so? Das. Die zerbrochenen Überreste einer Stehlampe aus Glas nicht mehr wieder zu erkennen. Nee. Oder? Ich frage mich, haben Sie vielleicht Maya Face Handy gesehen? Ach ja, stimmt. Ach das? Das habe ich. Können Sie es vielleicht zurückgeben? Was meinen Sie? Klar, Moment mal, Junge. Raffinierter Anwalt. Oh, er hat mich erwischt. Sag's indirekt, sag's direkt. Wäre es dumm, das gleich direkt so zu sagen? Okay, wenn ich auch in so einer komischen Situation wäre, dann würde ich es nicht gleich direkt sagen, weil ich jetzt ein bisschen Angst hätte, dass vielleicht Verdacht auf mich geschöpft werden könnte. Na, doch lieber nicht so. Schön. Ich kann mit diesem Typen nicht offen reden. Aber was soll ich ihm sagen? Stimmt was nicht? Oh nein. Diese Trageschlaufe am Handy. Die hier? Da steht der Steel Samurai, Krieger von Neo Olde Tokyo. Der Steel Samurai, dieser Actionheld aus dem Fernsehen? Genau der. Sehen Sie, diese Trageschlaufe ist ein Sammlerstück. Sie macht sich Sorgen, dass sie auf dem Revier verloren gehen könnte. Das hat sie gesagt. Ja. Okay, Junge. Ich habe sowieso alle Nummern aufgeschrieben, die sie angerufen hat. Hier, bitteschön. Scheinbar hat er das aufgezeichnete Gespräch nicht bemerkt. Puh, okay. Erhalten, Maya Sandy. Okay, das ist gut. Gehen Sie in die Gerichtsakte, um das aufgezeichnete Gespräch anzuhören. Achso, können wir jetzt schon direkt? Oder sollte ich lieber jetzt hier warten mit dem Gespräch? Ja, ich mach's gleich. Schätze, ich habe alles gefragt, was ich wissen muss. War's das, Freundchen? Ja, vielen Dank. Ich verschwinde jetzt lieber. Oh, warten Sie. Ich möchte Ihnen noch eins sagen. Ich nehme nicht an, dass Sie mit dieser Zeugin reden wollen. Das lassen Sie jedenfalls besser bleiben. Sie werden mir mit Ihren Anwaltsmethoden nicht die Zeuge beeinflussen, Junge. Ach ja, jetzt wo ich dran denke, die hatte ich ja total vergessen. Ja. Die Zeugin? Ja, Frau April May. Tut mir echt leid.
aber ich kann Ihnen nichts über sie erzählen. Gut, Sie haben mir gerade den Namen verraten. Frau May, nicht wahr? Sie haben sie also schon nach Hause geschickt? Aha. Jetzt probieren Sie es also bei mir mit Ihren Anwalttricks. Bis zur Verhandlung darf sie ihr Zimmer nicht verlassen. Das heißt, sie ist noch immer im Hotel gegenüber? Ich sollte nicht versuchen, Informationen aus einem Inspektor herauszukitzeln. Da haben Sie verdammt recht, mein Lieber. Zeit, Frau May, einen kleinen Besuch abzustatten. Das stimmt, aber vorher, kann man das jetzt gleich abhören oder so? Weil bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Nee, wir können das, glaube ich, jetzt selber überprüfen, oder? Hoffentlich. Nicht, dass das einmal mithört oder so. Achso, nee, das ist jetzt hier. Nee. Okay, hier. 5. September, 9.27 Uhr. Maya. Mia, was gibt's? Du hast dich ja länger nicht bei mir gemeldet. Mia. Nun, ich möchte dich bitten, etwas für mich aufzubewahren. Oh. Ach so, das ist das Gespräch, was man... Ach ja, stimmt. Ja, das ist ja das, was man... Was man ja im... Was war es für ein Part? 3? Doch, ich glaube, es war Part 3. Oder war es schon 4? Nee, ich glaube, es war im letzten Part. Bin mir gerade nicht so richtig sicher. Ich glaube, es war Part 4. Ihr könnt mich nochmal berichtigen. Das müsste aber das sein... Ja, dann ist es das. Ich hab's so kurz überflogen. Okay, dann. Ach so. Jetzt nochmal zu Crossberg. Ne, das ist mir jetzt zu doof oder so. Der ist da bestimmt immer noch nicht da. Deswegen wollte ja Herr White, wollte jetzt zu der Frau. Ja, zu der Frau. Ja, Kurzgedächtnis und so ist wieder da. Deswegen gehen wir jetzt zu Hotel Gatewater. 6. September, Hotel Gatewater, Zimmer 303. Und die Zeit? Ein paar Minuten noch. Nun, hallo mein Hübscher. Hallo. Cool, White, echt cool. Sie sind der Anwalt, oder? Der Kommissar hat es mir gesagt. Er sagte, erzählen Sie diesem Anwalt nichts jetzt. Oh, die Stimme so zu machen, das klingt gerade ein bisschen... Ja, das wollt ihr jetzt nicht wissen. Ja. Memo an mich. Gamschu danken, dass er mir die Arbeit erschwert. Das stimmt. Uiuiui, da kommt man sich ja vor wie im Film. Das ist alles so aufregend. Ich kann mich kaum noch beherrschen. Oh, lassen Sie mich kurz ins Bad, damit ich auch aussehe wie die schöne Augzeugin. Ja. Der Anwalt, der die ins Kreuzfeuer nehmen muss, tut mir jetzt schon leid. Ja, ein bisschen merkwürdig irgendwie gerade hier. Okay, dann können wir ja noch ein bisschen untersuchen. Die braucht bestimmt eh eine Weile, also, ja. Ja, hier. Nochmal das erste anvisieren. Erstmal eine Flasche Champagner. Eine Flasche und 2 Gläser stehen auf dem Tisch. Hier muss also noch jemand anderes wohnen. Vielleicht schon nicht. Vielleicht hat sie auch nur so aus Langeweile ein Tisch und 2 Stühle hingestellt, weil sie hat eine Fantasieperson. Nee, Spaß. Das Fenster? Das Sonnenlicht des Spätsommers fehlt durch das Fenster. Das ist ja das Gebäude mit den Büros von Faye und Partner.
Man kann recht gut in die Räume hineinsehen. Trotzdem denke ich, es wäre schwer, ein Gesicht auf dieser Entfernung zu erkennen. Hier ragt irgendwas raus. Das könnten wir jetzt auch mal untersuchen. Ah, das ist ein Schraubenzieher, okay. Ein Schraubenzieher ist in die Schublade geklemmt. Ich frage mich, was da wohl drin ist. Mal sehen. Hey, hey! Was machen Sie denn da? Fassen Sie nichts an! Oh, Sie... Schlimmer, Sie... Sie sollten nicht in fremden Zimmern herumschnüffeln. Okay, dann kann ich das wieder wegmachen. So. Na? Okay, jetzt. Geht manchmal nicht, keine Ahnung wieso. Sie wollen mich doch nicht verärgern, oder? Verärgern? Einen Moment lang dachte ich, sie würde gleich explodieren. Das dachte ich so auch irgendwie. Ich möchte zu gern wissen, was in dieser Schublade ist. Das würde ich auch gerne wissen. Aber das erfährt ihr im nächsten Part von Phoenix Wright Ace Attorney. Wenn euch der Part gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch und abonniert, um keine meiner Videos zu verpassen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Phoenix Wright Ace Attorney. Bis zum nächsten Mal, euer Ali Saphir 2301. Ciao Leute, macht's gut.